Servus, grüß dich, servus. Hier ist Andreas Birker, der Bewirker. Schön, dass du da bist. Und heute zeige ich dir etwas ganz Interessantes, nämlich aus einem Buch heraus ein paar ganz, ganz einfache, aber sehr wirksame Übungen bei Herzklopfen, Angst und Ähnlichem. Einmal als Soforthilfe, die dich positiv unterstützen kann. Haben wir das jetzt aus diesen Büchern da? Die sind echt lustig. Nur Mut, da gibt es verschiedene, kommt dann ein zweites Video gleich drauf. Nur Mut, das kleine Überlebensbuch, Soforthilfe bei Herzklopfen, Angst und Panik von der Frau Dr. Claudia Kross-Müller. Mehrere Bücher geschrieben und mehr dieser Soforthilfe-Bücher und erklärt auch genau, was du da tun kannst und warum. Ja, und der wichtige Part ist auch, dass du, wenn sowas auftritt, einfach Werkzeuge hast, dass du Werkzeuge dir abgespeichert hast, wo du weißt, aha, die können mich unterstützen. Wenn du die nicht vorher dir damit auseinandersetzt oder weißt, wo hole ich das jetzt her, wird es unter Angst, unter Panik, unter hohem Stress sehr schwierig, weil dein Gehirn keine Lösungen findet. Also ein bisschen damit auseinandersetzen oder das abspeichern oder das Video. Und ein Bad ist einfach, du stehst auf, ja, du stehst auf und stemmst so die Hände in die Hüfte, du richtest die auf, du spürst deine Beine und stehst einmal so richtig da, Brust heraus, ja, und atmest so. Ja. Das ist ganz eine simple Sache, aber das macht mit dir was, weil du bist wieder aufgerichtet, du bist da, der Brustkorb wird frei, der Blick mehr nach oben und hier ist immer so die, okay, wir tun was, aktiv werden. Ja. Ganz simpel, Hände in die Hüfte stemmen. Ja. Die Autorin beschreibt immer genau die Übung und dazu, was kann sie, was bewirkt sie. Das ist das Tolle, dass da wirklich erklärt ist, was macht das mit dir. Ja. Und da ist drinnen auch, deine Wirbelsäule streckt sich, das macht dich größer, die Bandscheiben freuen sich natürlich auch. Sind viele positive Signale, die durch dein Gehirn gehen und dort ankommen. Die Brust ist weiter, okay? Also du fällst nicht zusammen. Das Zusammenfallen hat immer mit dieser Angst, mit der Panik, mit dem Stress zu tun. Wenn du da öffnest, okay, geht es auseinander. Das ist dann so noch eine Muthaltung. Ja, ich bin da, bin mutig. Wenn du willst, kannst du auch mental sagen, ich bin groß, breit. Ich kann nicht umfallen, bin ganz stabil, ich bin standhaft, mir geschieht nichts, ich bin ein Fels. Ja, so hast du diese Übungen da drinnen. Eine zweite ist dann auch zum Beispiel die Wirbelsäule spüren. Du lehnst dich, da hinten ist sie dann eh, du lehnst dich einfach an die Wand, ja, und richtest dich auf und lehnst dich so an und spürst deine Wirbelsäule, nimm deine Wirbelsäule wahr und richte immer mehr auf, gell, so. Und spür, damit du wieder in deinem Körper bist, du aufgerichtet bist, du die Sicherheit kriegst, die Stabilität kriegst, von hinten auch, du wirst gehalten und so weiter. Ja. Wenn du die Wirbelsäule gegen einen festen Hintergrund lehnst und dabei etwas hin und her bewegst, ja, bewirkst du eine leichte Massage und eine Aktivierung von Nervenzellen. Und dieser Reiz wird über die Nervenbahnen zum Gehirn weitergeleitet und führt dort zu einer Stabilisierung. Angst, Verzagtheit, Nervosität werden dadurch verringert und blockiert. Deine Wirbelsäule zu spüren bedeutet, deine tragende Mitte zu erkennen, dich stark und mutig zu fühlen, dich von Kopf bis Fuß wahrzunehmen, alles spüren. Ja, das ist so wichtig, ja, statt kopflos zu sein oder den Boden unter den Füßen zu verlieren. Also auch stehen, Rücken spüren, Fußsohlen spüren, den Boden spüren, okay? Dich wie ein Baum fühlen, aber das auch eben, das ist Bewegen. Der Baum ist auch beweglich und kraftvoll. Ja? Ein sehr gutes, wirksames Rezept. Und was man noch machen kann, dann ist, das habe ich gar nichts hergerichtet dafür, aber das wäre Schneuzen. Ja, du nimmst einfach ein Taschentuch durch und tust so, als ob du dich volle Kanne schneuzen müsstest und blas richtig die Luft durch.
und lass es richtig raus, gell? Das ist auf die Art die Angst, den Stress hinauszuschneuzen und dann noch wegzuwerfen. Ja? Und vielleicht lächle ich dabei dann noch, weil sagst du, das mache ich jetzt Schräges, gell? Ich fake das da. Aber mach's, probier's einfach aus. Nimm mehrere Taschentücher, schneid sie öfter so richtig durch, atme ganz durch und dann wird es dir besser gehen. Hier sind weitere Übungen drinnen. Es gibt dazu auch eine kostenlose App, wo du all diese Übungen kriegst, wo du abfragen kannst. Und dann eingibst du gerade großen Stress und dann kommen dazu Übungen auf deinem Smartphone. Sehr zu empfehlen für so zwischendurch. Und wir machen noch ein zweites Video. Wenn dir das gefallen hat, schau das zweite Video auch an. Da haben wir jetzt nachher das Thema Soforthilfe bei starker Belastung und Trauma. Und ja, wir freuen uns über ein Like von dir, Kommentare und auch natürlich sehr, wenn du diesen Kanal abonnierst. Schau gut auf dich und freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Alles Liebe!